Kinder, liebe Jugendliche, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Wahnsinn, was ihr auf die Beine gestellt habt. Riesen Dankeschön für euch. Vielleicht könnt ihr euch nach dem, was ihr jetzt gerade hier gemacht habt, auch vorstellen, ihr werdet ganz berühmt, ihr werdet ein Star. Vielleicht können sich das manche Erwachsene auch vorstellen, weil sie denken, da habe ich auch schon mal von geträumt. Ja? Also stell dir mal vor, du bist ein Star, zum Beispiel eine ganz bekannte Musikerin, die nach Stuttgart kommt, um hier in der Schleierhalle aufzutreten oder das VfB-Stadion zu rocken. Jemand ganz Bekanntes. Wie würde das aussehen, wenn du nach Stuttgart kommst? Du würdest ganz bestimmt im teuersten Hotel wohnen. Ich weiß nicht, was das teuerste Hotel ist, vielleicht das Steigenberger oder das Meridian. Nicht nur in einem Zimmer, sondern in einer ganzen Suite, in einer ganzen Wohnung im Hotel. Du könntest dir alles Mögliche wünschen, was du willst, und weil du reich und berühmt bist, kriegst du alle Wünsche erfüllt. Besonderes Essen, frische Blumen im Zimmer, alles Mögliche, immer rennt irgendjemand und erfüllt dir deine Wünsche. Du wirst in großen, teuren Autos durch die Stadt gefahren. Der Bürgermeister kommt, um dich zu begrüßen, und überall drängeln sich Menschen und möchten ein Selfie mit dir machen. Kannst du dir das vorstellen? Wenn Gott seinen Sohn auf die Erde schickt, dann wäre doch eigentlich sowas das Mindeste, was passieren müsste. Wenn Gott selbst seinen Sohn auf die Erde schickt, müsste eigentlich richtig was los sein. Er müsste eigentlich auch im teuersten Auto durch die Gegend gefahren werden, vom Bürgermeister begrüßt, in der tollsten Hotelsuite wohnen. Aber als Gott seinen Sohn auf die Erde schickt, da sieht das alles ein bisschen anders aus. Es gibt keinen Menschenauflauf. Es gibt eher eine stille Nacht. Es kommt auch kein Bürgermeister, es kommt kein Hotelmanager. Jesus kommt zu den einfachen Leuten. Zu den Außenseitern, auf die andere herabschauen, zu den Putzfrauen und Paketdienstfahrern, zu den Hirten und zu den Ausländern, die in den Sternen lesen. Eigentlich sollte es ganz anders aussehen, oder? Aber wenn man hört, wie die Engel alles angekündigt haben und wie sie dann alles erklären und begleiten, dann merkt man, das war von Gott kein Versehen, dass das so gelaufen ist, sondern das war von vornherein der Plan. Gott macht das mit voller Absicht genau so. Gott schickt seinen Sohn nicht in ein teures Hotel, sondern in ein ganz einfaches Haus. Jesus wohnt nicht in einer Luxussuite, sondern im Stall. Er schläft nicht in feiner, teurer Bettwäsche, sondern in einer Futterkrippe, in einem Futtertrog. Es kommt kein Bürgermeister zu Besuch, es drängelt sich keine Menschenmenge, um ihn zu sehen. Fast hätte es überhaupt niemand mitbekommen, was da passiert, wenn Gott nicht die Außenseiter zu sich eingeladen hätte. Bei uns sind Außenseiter oft nicht willkommen. Die Herdmanns waren in der Kirche eigentlich auch nicht willkommen. Alle kriegen einen Schreck, als sie auftauchen und befürchten Schlimmes, zum Beispiel Schläge vom Engel, höchstpersönlich. Das sind Außenseiter. Das sind die, die aus unserer Sicht irgendwie komisch sind, mit denen wir uns nicht so wohlfühlen, denen wir lieber aus dem Weg gehen, weil sie irgendwie anstrengend sind und sich so ganz anders verhalten. Deshalb sind sie Außenseiter, weil keiner etwas mit ihnen zu tun haben will. Wenn man darüber nachdenkt, dann sind wir alle für Gott eigentlich Außenseiter. Keiner von uns ist so ein netter und guter und toller Mensch, dass Gott mit uns rundum einverstanden wäre und sagt, Mensch, du bist aber klasse, ich finde dich richtig gut. Wir wollen oft nicht auf ihn hören. Wir machen das, was wir selber im Kopf haben. Und leider machen wir dabei oft ziemlich viel kaputt. Wir halten lieber Abstand zu Außenseitern. Aber Gott ist anders. Er sieht uns,
für ihn eigentlich Außenseiter und er geht mit uns ganz anders um. Er kommt zu uns durch seinen Sohn. Er lädt uns zu sich ein. Jesus kommt zu uns, damit wir zu ihm kommen können. Und das ist noch nicht alles. Jesus kommt nicht nur zu den Außenseitern, Jesus wird selbst ein Außenseiter. Später, als er erwachsen ist. Und man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, denn seine Worte sind einzigartig. Und wie er mit anderen Menschen umgeht, ist himmlisch, göttlich. Und verrückt, aber genau deshalb will ihn irgendwann keiner mehr haben. Und alle wenden sich von ihm ab. Alle wenden sich von Jesus ab. Und genau in dem Moment wendet sich Gott uns zu. Jesus wird ausgestoßen, damit wir eingeladen werden von Gott. Die Braven und Anständigen, ganz genauso wie eine Familie Herdmann, du und ich. Jesus wird ausgestoßen und wir werden eingeladen. Jesus ist allein, damit niemand von uns jemals wieder allein ist. Jesus wird zum Außenseiter, damit wir bei Gott zu Insidern werden. Denn Gott möchte uns in seine Familie aufnehmen. Jesus ist Gottes Einladung für jede und für jeden von uns. Seit damals bis heute. Denn er lebt. Und wir Außenseiter sind bei ihm und bei Gott willkommen. Amen.